so eine Reform der Ausbildung kann man auf der grünen Wiese machen. Der Gründungsausschussvorsitzende war Harald Daimann und ihm haben wir das zu verdanken, dass jetzt nicht zwei Fakultäten, sondern eine Fakultät für Bauwesen entstanden ist mit Studienrichtung Architektur und Tragwerksplanung, also Bauingenieurwesen, Tragwerksplanung und Bauproduktion, Bauwirtschaft. Und dieses Modell hat sehr gut angeschlagen und meines Erachtens funktioniert heute noch. Die Kollegen, die jetzt dran sind, die schwören auch auf dieses Modell. Und die andere Hochschulen versuchen mindestens partiell das auch nachzumachen. Zum Beispiel die neu gegründete Universität Cottbus, die hat schon ziemlich viel von unserem Dortmunder Modell übernommen. Also dieses Dortmunder Modell, wichtig, charakteristisch ist dafür, dass viele Vorlesungen Architekten und Ingenieure gemeinsam hören und dass die während des Studiums drei Projekte gemeinsam machen, wie in der Praxis. Und dadurch sind auch unsere Studenten, aber auch die Architekturstudenten und die Ingenieurstudenten auf die Praxis viel besser vorbereitet als bei der herkömmlichen Ausbildung.